Ja. Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Soul Silver. Willkommen zum großen Aufnahmemarathon. Ich will endlich so weit kommen, dass wir Pokémon aus der dritten Generation übertragen können. Das dauert noch ein paar Stunden. Erwartet also, dass die nächsten 20 Parts auch so voraufgenommen sind. Brillant. Und Kalipat ist für Begrüßung auch noch da. Ja, ich bin aber gleich weg. Wir haben halt Apex aufgenommen. Das war gerade sehr guter Apex. Ja, so. Ich hoffe, ich bin nicht wieder so lost wie gestern. Okay, die Kimono Girls, da muss ich jetzt hin. Richtig, richtig. Also dann, ich bin mal weg, ne? Genau. Bis später. Ciao. So. Kimono Girls. Teak City heißt. Oh, ich muss schon wieder an den PC. Ja, wieder mit Webcam. Aufnahmemarathon. Heute Abend wird wieder gestreamt. Oh, ich weiß gar nicht, ob ich so viel aufnehmen kann. Jetzt, weil ich heute Abend noch streamen will. Und nein, ich muss jetzt erstmal hier. Ja, Schutz wird mich mehr. Ist nicht so schlimm. Holen wir uns das seltene Pokémon erst später ab. PC, Bits PC. Ich glaube, ich habe die Legis letztes Mal onscreen sortiert. Richtig ultimativ lost hier. Überreste, Zauberwasser, Wundersaat, Wahlglas. Wir haben wirklich kein tanky Pokémon im Team. Ich weiß nicht, ob das eine kluge Wahl war, dass alle offensiv sind. Puh. Das haben ja alle ein offensives Wesen, richtig? Nicht, dass ich jetzt die Blödsinn erzähle. Gott, das ist verwirrend, mich selbst auf der Vorschau zu sehen. Mäßiges Wesen. Ja, habt alle offensive Wesen. Na, das ist doch wunderbar. Nicht einer defensives. Ach ja. Und wir brauchen auch das Fahrrad nicht. Das Theater ist. Warum? Warum? Warum kann ich nicht gewinnen? Dabei war mein Gegner doch nur so ein mickriges Kimono-Girl. Alter, die haben starke Pokémon. Hast du mir zugesehen, Zoe? Ja, ich habe verloren. Und ich dachte noch, es würde ein Kinderspiel, alle fünf Kimono-Girls der Reihe nach platt zu machen. Aber sie waren mir auch so überlegen. Du bist bestimmt auch hier, um die Kimono-Girls herauszufordern, oder? Ruh dich aber nicht auf den Lorbeeren deines Sieges über Team Rocket aus. Diese Kimono-Girls sind nämlich echt unglaublich stark. Aber geh nur, versuch's ruhig. Mich kriegt da niemand mehr rein. Ich habe keine Lust, dir dabei zuzusehen, wie du gewinnst. So, die Kimono-Girls benutzen die fünf Evolutionen, die zur zweiten Generation existiert haben. Heißt also, weder White noch The Artist können vorne sein. Ebenfalls Gronkh, weil er auch eine Schwäche hat gegenüber einem der Evolutionen. Julia kann auch nicht vorne sein. Ein Patch kann vorne sein. Ist der Einzige, der keine Schwäche gegenüber einer Evolution hat. Heißt also, wir werden jetzt mit Thatch anfangen. Richtig? Richtig, so. Müssen wir eventuell beim Team hier was umstellen. Was ist ein Magnet? Das heißt, bei dir kann ich eigentlich die ganze Zeit Reflektor, Donnerwelle und dann Ladungsstoß beim, ja. Müssen alle nacheinander besiegen, also es ist echt schwer. Deswegen starte ich auch mit Thatch. Wenn ich hätte eventuell noch die Reihenfolge des zweiten Pokémons verändern sollen. Nicht Gong an zweiter Stelle. Guten Tag, ich darf mich vorstellen. Ich bin Tamaro, eines der Kimono Girls. Wir hatten bereits in Viola City das Vergnügen, nicht wahr? Die hat eine andere Stimme bekommen, aber egal. Nur jemand, der ein aufrichtiges Herz und ein Händchen im Umgang mit Pokémon besitzt, kann Lugia herbeirufen. Die richtige Person lässt sich daran erkennen, dass sie das Rätselei bei sich trägt, wenn sie hier auftaucht. Ich habe Mr. Pokémon bereits im Vorfeld damit beauftragt, es ihr zu geben. Und genau dieses Ei ist euch über Professor Flint in die Hände gefallen. Nur ein reines Herz führt euch in einem Pokémon-Kampf, aber noch nicht zum Sieg. Ich glaube, das war ganz komisches Deutsch.
Ihr müsst auch genau wissen, wie ihr euer Pokémon-Team anzupacken habt. Nun, lasst mich bitte überprüfen, ob ihr diese Fertigkeiten tatsächlich besitzt. Seid ihr bereit? Ja? Welches hast du? In Original, also in Gold, Silber, Kristall war es so. Dann zeigt uns doch mal, wie stark die Freundschaft ist, die euch und euer Pokémon-Team verbindet. Ja. Musste man die bekämpfen, um Surfer zu bekommen. Und hat das einfach so geschenkt bekommen. Und die sind alle auf Level 38. So. Ah, Konfusstrahl. Okay. Naftara wird physisch angreifen, auch wenn es defensiv, wenn seine Stärke in der Defensive liegt. Deswegen ist jetzt Reflektor wichtig. Und die Donnerwelle ist wichtig, damit Naftara uns nicht aus Finsteraura. Er setzt Finsteraura ein? Okay. Also das dürfte wenig Damage machen. Okay, wenn er jetzt natürlich aufs Rückschritten geht. Oh, das wird doof. Das wird doof. Nicht mehr verwirrt. Donnerwelle. Oh, sehr gut. Jetzt outspeeden wir. Jetzt speedet er uns nicht mehr. Und jetzt können wir eine sehr effektive. Kiefer ist sehr effektiv, oder? Synchro. Ich hasse dich. Dann versuchen wir es jetzt einmal mit Ampelleuchter. Er kann auf jeden Fall mein Fenster auch angreifen. Wenn nicht, müssen wir Thatch Shine. Haben wir noch Top-Genesung? Habe ich überhaupt schon eine Top-Genesung gehabt? Wir haben keine. Das ist die rote Flöte. Von Anziehung. Naja, okay. KP-AP-Erholung. Babusenmehlig. Da brauchen wir Items. Ich könnte auch einfach auf Lucarius switchen. Wenn ich ehrlich bin. Was tatsächlich keine dumme Idee wäre. Und dann einfach Walband-Aurasphäre raushauen. Lucario müsste ihn auf alle Fälle outspeeden und die Paar sollte ihn auch bitte daran hindern. Also ich meine, ja, okay. Unlichtattacken tun Lucario nicht weh. Genau jetzt haut der Konfustrahl aus. Ach komm. Aurasphäre, ja, komm, trotz der Verwirrung. Crap. Naja, okay. Egal, der macht keinen Damage. Sag ich doch. Und er setzt die Aurasphäre ein. Tschüss. Ja, jetzt können wir Thatch nicht heilen. Also, das dürfte... Alter! Naftara ist so tanky! Naftara ist so tanky, Alter, ey. Gott, ist das Ding tanky, ey. Kimono gehört Tamao. Ihr habt mein Pokémon geschlagen. Die Hotkeys funktionieren immer noch. Geil. Eure Stärke ist wirklich beeindruckend. Ihr habt mich im Steineichenwald sicher in mein Ziel geführt. Ich bin Umeko, das Kimono-Girl, das sich einfach überall verläuft. Ich hatte das Vergnügen, mit eigenen Augen zu beobachten, wie ihr im Fleckmon-Brunnen Team Rocket vertrieben und dem armen Kurt in seiner Not beigestanden habt. Und nun, lasst uns kämpfen. Psyana. Da haben wir eine sehr effektive Attacke. Thatch wurde nicht geheilt, wie ihr gerade seht. Direkt Ampelleuchte Spam. Eine Psychogenese von Psyana überleben wir. Psyanas Defensive ist nicht gut. Also die Ampelleuchte dürfte jetzt richtig schmerzhaft werden. Genau, er wird wieder hoffentlich auf Psychokinese gehen. Wir nutzen das, um zu Gong zu switchen. Sternschauer, okay. Sternschauer ist harmlos. Ich sagte, Sternschauer ist harmlos. Finsteraura. Alter, what the fuck, wieso macht das so viel Damage? Ich meine, okay, 8 Level Unterschied. Psyana hat sehr hohen Spezialangriff, aber... Komm, Step Finsteraura. Yes! Sehr effektive Step Finsteraura hat ihn gekillt. Ich muss die Offscreen trainieren, Alter. Das geht gar nicht.
Bam. Ja, ihr seid wirklich äußerst stark. Ihr habt Team Rocket vertrieben, aber ihr seid euch hoffentlich bewusst, welch ein vortrefflicher Gegner ich bin. Ihr solltet niemals die Waffen einer Frau unterschätzen. Okay, das ist... Ah, das sollte man nicht in Kinderspiel einbauen, habe ich so das Gefühl. Ich bin Satsuki von den Kimono Girls und nun lasst uns kämpfen. Flamara! Ja, Thatch muss direkt ausgetauscht werden gegen The Artist. Obwohl Flamara auch defensiver ist, eher. Genauso wie Nachtara. Er hat definitiv keinen Flammkörper, der hat auch Synchro, wenn die anderen Synchro hatten, hat der auch Synchro. Zack. Dürfte ihn killen, oder? Ja. Der Tod Spezialverteidigung ist werter. Und akzeptable Verteidigungswerte. Aber da ist The Artist doch einfach mächtiger. Also, ja. Oh, ihr wisst wirklich, was sie tut. Oh nein, ist nicht asynchron. Ich lese es nur mal viel zu spät vor. Ihr habt euch gut geschlagen. Damals auf dem Eis wart ihr so nett, mich mit einem Schubser zu retten. Ich war verloren, wie festgefroren. Ich bin Sakura von den Kimono Girls. Auch außerhalb der Drachenhöhle konnte man deutlich vernehmen, wie gekonnt ihr auf die Fragen des Meisters geantwortet habt. Und nun lassen wir unsere Pokémon gegeneinander kämpfen. Hallo Blitzer. So, kommt noch mal eine Donnerwelle raus? Okay, Donnerblitz. Das killt Thatch. Ja. Ich dachte, ich könnte den Blitzer noch mal mit einer Donnerwelle betäuben, aber... Okay. Ja, ich wusste, dass er sowas brauchen würde. Blitzer ist incredibly schnell. Deswegen wollte ich den auch stunnen. Okay, wenn er weiter so Doppelteam spammt, dann werden wir wohl auf Lucario switchen müssen. Und auch Sphäre einsetzen müssen, weil sonst treffen wir den hier nicht. Ich versuch's noch einmal. Komm, lass die Anziehung wirken. Jawohl. Okay, das dauert zu lange. Wir können vermutlich so gewinnen. Und sollte Lucario scheitern, werde ich auch wieder auf Julia wechseln. Aber. Donnerwelle. Jetzt haut er Donnerwelle raus, wo ich switche. Genau, Spiel. Genau. Ist egal. Aurasphäre. Das tut weh. Oh mein Gott, was? Oh. Was? Ah ja, gerade unser stärkstes Pokémon besiegt. Anziehung. Und der Doppelteam. Oh Gott. Ich werde nicht unbedingt ein Beleber einsetzen müssen, wenn ich es nicht muss. Anziehung trifft zum Glück immer. Tut es das überhaupt? Egal. Dann wird das jetzt halt ein Tank Battle. Okay, wisst ihr was? Ich schalte mal hier die Webcam aus und dann seht ihr das Ganze. Fast forwarded. Bis gleich.
Okay, wir haben es geschafft. Blitzer ist weg. Jetzt brauchen wir nur irgendeine Alternative, wie wir Aquana bekämpfen können. Aber ansonsten... Wie betrüblich, fast hätte ich obsiegt. Ich bin die letzte von uns Fünfen. Als wir uns in der Passage von Quartia City trafen, wirkte die äußerst zuverlässig auf mich. Ich bin das Kimono-Girl Komomo. Auch unter der Erde hält mich nichts vom Tanzen ab. Wie durch ein Wunder konntet ihr die Rockets üble Pläne mit dem Radioturm durchkreuzen. Das war wahrlich beeindruckend. Nun möchte ich eure Stärke noch einmal selbst im Kampf erleben. Ja, wir starten mit Gronkh gegen Aquana. Ja, Was kannst denn du vertacken? Ist doch echt Knirscher. Ja, wir knirschen Aquana jetzt weg. Aquana kann nämlich gar nichts gegen Wasser-Pokémon ausrichten. Das hat vermutlich Eisstrahl drauf oder Blizzard oder so ein Blödsinn. Weswegen ich White nur einsetzen würde wollen zum Finishen. Weil Wasserstrahl, der dürfte. Aquana ist zwar unglaubliches KP-Biest. Das ist nicht ganz so schlimm wie Wailord, aber schon schlimm. Und auch der Spezialangriff ist, wie ihr seht, ziemlich gut. Weil er gerade die Artis geklatscht hat. So. Hyperstrahl. Und White outspeedet den. Wenn die Artis gar keinen outspeedet, dann White auch auf alle Fälle. Der Hyperstrahl killt. Nein! Was? Der Hyperstrahl killt nicht! Oh, ja, muss ich wieder aufladen. Aurora-Strahl. Das war's. Aurora-Strahl ist sehr effektiv. Ist damit vermutlich sogar stärker als Step-Surfer. Oder Aurora-Strahl hat 60, doppelte Stärke 120. Step-Surfer, nee, Step-Surfer ist sogar stärker. Full on Risk. Dass du outspeedest. Nein, Ruckzuck-Hieb! Nein, Aquana kann Ruckzuck-Hieb. Ich wusste, dass es Ruckzuck-Hieb kann. Oh, verdammt, okay. In dem Falle... Also eine Rohrstrahl wird ihn nicht killen, denke ich mal. Vor allem, wenn er Rohrstrahl nicht einsetzt. Ein Crit. Okay, das wird so nichts mehr werden. Dann beleben wir White. Don. Die Aurasphäre outspeedet und die Aurasphäre killt auf alle Fälle, weil sie zu 100% trifft. Bei White habe ich das Problem, dass nicht alle Angriffe treffen. Gleiches gilt für The Artist. Zack, einfach bei Aurasphäre kann er nicht daneben gehen. Außer bei Fliegen, Taucher, Schaufler, Schemenkraft und Sprungfeder. Ja. Badadam, badadam. Oh, das war sehr gut. Wir haben uns in euch nicht getäuscht. Ihr seid wahrlich würdig, dies zu besitzen. Bitte empfangt unsere Gabe. Die Gischtglocke, okay. Hört alle zu. Der Umriss eines riesigen Pokémon wurde bei den Stuhllinsen gesichtet. Das wird doch nicht etwa? Nun denn, Zoe, wir eilen schon einmal vor euch zu den Stuhllinsen. Ja. Julia wird übrigens nicht mitkommen zu den Stuhllinsen. Haben wir den Silberflügel schon? Den Silberflügel schon.
Warum hat der Alte uns dann nicht... Müssen wir erst Lugia herbeirufen? Jetzt habe ich es gespoilert. Ah, weil das riesige Pokémon auch nicht das war, was man immer auf Einspieler gesehen hat. Das legendäre Pokémon, das Editions-Pokémon. Das Coverlegi. Ist ja nicht so, dass das Spiel nicht schon irgendwie sehr alt ist oder so. Hallo, vor allem Sklave. So, Alter, Lugia hat ein sehr hohes Level und wird sehr stark angreifen, deswegen. Healen. Thatch muss dann unbedingt. Also, wir müssen saven vorher natürlich. Und ich sehe schon, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst eine Wertung da. Möge die Macht mit euch sein. Und tschüss.